sollte meine ADA 80% verkaufen und im Bärenmarkt mit dem Geld ADA neue nachkaufen. Das ist das, was wir machen werden. Ich kann dir jetzt nicht sagen, mach das auch. Ich bin ja kein Finanzberater. Aber es ist doch, wenn du jetzt, wir müssen keine Steuern zahlen. Wir halten das über ein Jahr. Wenn du jetzt Steuern zahlen musst drauf auf diese 80%, die du da auscashst, ja, dann ist das so. Du hast trotzdem dein Geld vermehrt und hast jetzt mehr Geld, um im Bärenmarkt nachzukaufen. Jetzt kommt halt die Spekulation, wie stark wird es fallen. Das weiß keiner, wissen wir nicht. Wir können nur spekulieren. Ich glaube, das wird trotzdem noch richtig stark fallen. Bleibt aber abzuwarten, wie krass diese Anwendungen sein werden, wenn erstmal die Smart Contracts kommen. Wie wird das Ding durch die Decke geschossen? Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, 70% der Cardanos, die im Umlauf sind, werden gestaked. Das heißt, die Intention ist mehr in die Richtung, dass Leute das kaufen und das halten und das staken, statt es zu verkaufen. Und das sorgt für einen stabileren Preis bei Cardano halt, ne? Weil guckt euch das an. Während alle anderen übel gefallen waren, ADA hat da nicht so Riesenfaxen gemacht. Der hat sich immer noch in dieser Range gehalten. Warte mal, ich gehe mal kurz auf Coin Paprika. So, da seht ihr das. Der hat sich immer noch in dieser roten Range hier gehalten. Der ist einmal hoch, hat einen neuen All-Time-High gesetzt, einmal angetestet, zweimal angetestet, dreimal angetestet, ist dann drüber, runtergekommen, wieder in diese Range, in den All-Time-Highs, die er hier dreimal angetestet hat, hat er hier noch einmal angetestet, runter und ist dann durchbrochen. Warum hat er sich so stabil gehalten? Weil 70%, wenn ich mich recht erinnern kann, ich habe nochmal Artikel darüber gelesen, dass 70% der Cardanos gestaked werden. Die Leute wollen damit passives Einkommen verdienen. Und darum gab es da nicht so einen üblen Abverkauf wie bei den anderen Coins, die so übel gefallen sind.